Erst erzählt er der ganzen Welt, dass er kein Kind haben will, außer mir. Dann schenkt er mir einen Blumenstrauß und denkt, die Welt sei wieder in Ordnung. Und jetzt kommt der Oberhammer. Jetzt kauft er einen Hund. Einen Hund! Und glaubt, das tut's auch als Babyersatz. Herr Prozeski wollte das Geld wirklich nur zurücklegen. Wer ist denn nun der Dieb? Ich habe das Geld gestohlen. Ich bin der Dieb. Jetzt verschwindet von hier! Da wird's bald oder soll ich euch Beine machen? Nicht nötig. Wir sind schon weg. Danke. Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Ich weiß, was passiert wäre, wenn Sie nicht da gewesen wären. Vermutlich hat man sie angezeigt. Vermutlich. Aber warum haben Sie gesagt, dass Sie das Geld genommen haben? Oder wäre es Ihnen egal gewesen, wenn man sie angezeigt hätte? Nein, bestimmt nicht. Das verstehe ich nicht. Ich habe es getan, weil ich Jessica liebe. Ja. Komme, meine Sachen zu holen. Prima. Dann muss ich sie ja dir nicht schicken. Ich war so frei. Kannst du wohl gar nicht erwarten, mich loszuwerden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wenn doch, dann kannst du ja Frank und Ramon Bescheid sagen. Fast immer dieselbe Idee. Und jetzt trennen wir uns, weil wir so wenig Gemeinsamkeiten haben. Tja, so die Ironie des Schicksals. Tja, dann werde ich mal. Sag mal, eigentlich kannst du ja selbst durchgucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Dann müssen wir Frank und Ramon nicht bemühen. Stimmt. Wenn ich schon mal da bin. Hello again. Sag mal, Niklas lässt fragen, ob du ihn, ob ich ihn vielleicht ablösen soll. Sehr lieb von dir, aber ich komme gleich. War noch was? Tja, dann will ich Niklas nicht länger warten lassen. Moment mal, was ist denn jetzt mit eurer Versöhnung? Davon war nie eine Rede. Ich bin nur gekommen, um meine Sachen abzuholen. So ist es. Vergiss deine Tasche nicht. Tja. Tschüss. Leb wohl. Auch solch soll einer schlau werden. Hörst du mir mal zu? Ja. Ich kann eben zwei Sachen gleichzeitig machen. Meine Projektgruppensitzung vorbereiten und dir zuhören, wie du Jessicas Vater aus der Scheiße geholfen hast. Ach, in die er sich selbst hineingeritten hat, weil er mir nachspioniert hat. Das glaubst du, du kannst es aber nicht beweisen. Und selbst wenn. Jeder macht mal einen Fehler. Ach, komm, so ein Fehler. Wenn er das Geld gleich zurückgegeben hätte, wäre doch alles in bester Ordnung gewesen. Hat er aber nicht. Also ist es zu dem Missverständnis gekommen. Dass mich mein Job gekostet hat. Obwohl der Rausch jetzt auch was Gutes hat. Ja, jetzt kann ich mich endlich wieder mehr um den Betrieb kümmern. Ja, auch wieder wahr.
Und hab auch endlich mehr Zeit für Jessica. Stimmt. Und wenn du jetzt noch ihren Vater davon überzeugen kannst, dass du sie wirklich liebst. Das ist auch so schon fast. Naja, fast jedenfalls. Glaubst du im Ernst, dass er seine Meinung ändert, nur weil du ihm einmal geholfen hast? Klar. Sonst hätte ich mir die ganze Aktion ja gespart. Ja, schau mal, die Tango-Tänzerin sieht ja aus wie du. Das bin ich. Naja, ein paar Wochen. Hm, du meinst wohl in ein paar Jahren. Und das auch nur, wenn du zweimal die Woche übst. Für Patrick würde ich sogar siebenmal die Woche üben. Vorausgesetzt, er verzeiht mir, dass ich in seinem Zimmer rumgeschnüffelt habe. Na, wie ich den kenne, hat er das schon längst getan. Na, hoffentlich sieht er das genauso. Sag mal, wo bleibt der eigentlich? Wollte der nicht schon längst da sein? Also, viel Spaß danach. Danke dir. Ciao. Hi, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Kommt ihr mit rüber? Was habe ich dir gesagt? Längst verziehen. Oder wollt ihr unter sechs Augen mit mir sprechen? Ja, so ähnlich. Wir sind nämlich eigentlich nur gekommen, um für heute abzusagen. Oh. Ja, wir haben heute was wirklich Wichtiges zu erledigen. Oder ist es irgendwie ein Problem, dass wir nicht da sind? Ich finde es natürlich schade. Ein Problem ist es nicht. Echt nicht? Nee, ich muss heute Abend selber weg. Na, umso besser. Gut, bis zum nächsten Mal dann. Mhm. Tschüss. 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 Oma. Guten Tag, Jessica. Entschuldige bitte, dass ich störe. Aber Oma, du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Ich freue mich doch, wenn du uns besuchst. Ja, sicher. Okay. Komm rein. Oh, nett habt ihr jetzt hier. Aber wieso ich hier bin? Hat Walter sich bei dir gemeldet? Nein, aber wieso fragst du? Och, ja, es könnte ja sein, nicht? Was ist los? Nichts. Ach, Oma, du fährst doch nicht wegen nichts von Köln nach Düsseldorf. Ach, natürlich nicht. Ja, ich wollte mal sehen, wie ihr so wohnt. Dann solltest du unsere Möbel nicht nur angucken, sondern auch ausprobieren. Ja, und wenn du schon einmal sitzt, dann kannst du mir auch gleich erzählen, was los ist. Ja, aber ich hab's doch schon gesagt. Ich glaub dir kein Wort. Also Alexander hat wirklich einen guten Geschmack. Danke. Ich bin sicher, er wird sich über dein Kompliment freuen. Ja, wie läuft es denn so zwischen euch? Hervorragend. Ach, dann war er heute auch nicht anders als sonst, nicht? Im Gegensatz zu dir war er völlig normal. Und wenn du mir nicht sofort sagst, was los... Moment mal. Du suchst Papa und erkundigst dich nach Alexander. Ja, aber ich muss jetzt... Nicht, bevor du mir gesagt hast, was zwischen den beiden ist. Haben sie sich gestritten? Guten Tag, Frau Prozeski. Das ist der nächste Mal vorbeischauen. Ja. Hallo, Schatz. Hallo. Gut, dass du kommst. Oma hat gerade so eine Andeutung über Papa und dich gemacht. Ach, die Jessica übertreibt. Oder haben Sie zufällig Walter heute gesehen? Ja, habe ich. Und es ist alles in Ordnung. Ach, ja, Tanja. Dann will ich aber auch nicht länger stören. Wollen Sie nicht zum Essen bleiben, Frau Prinzessin? Nein, danke. Ich muss unbedingt weg. Sollen wir dich heimfahren? Nein, ist doch nicht nötig. Ich komme schon zurecht. Tschüss, mein Schatz. Zu ihr beiden, ja? Ich bin auf der Tür. Ja, danke. Tschüss. So, und jetzt raus mit der Sprache. Was war zwischen Papa und dir? Nichts. Das habe ich Oma schon nicht abgekauft. Also? Keine Sorge. Diesmal haben wir uns wirklich nicht gestritten. Im Gegenteil. Langsam glaube ich, dein Vater mag mich wirklich. Oh Gott, meine Haare. Ich sehe aus wie eine Vogelscheuche. Ach Quatsch, du siehst toll aus. Von wegen, Patrick dreht sich auf dem Absatz gleich wieder rum, wenn er mich so sieht. Jetzt warte doch erstmal, bis wir fertig sind. Ich hätte doch zum Friseur gehen sollen. Ach, wenn er doch keinen Termin mehr frei hatte. Na, dann halt zu einem anderen. Jetzt hör endlich auf und zieh erstmal deine Handschuhe an. Also ich muss echt bescheuert sein, sowas zu machen. Ein Tangoabend, wo auch noch alle gucken kommen. Das klang vorhin in der Kneipe aber noch ganz anders. Und was ist, wenn Patrick gar nicht mit mir tanzen will? Ach was, so nett wie der heute Nachmittag war, wird er dir bestimmt keinen Korb geben. Stimmt, eigentlich war er richtig enttäuscht, dass wir ihm abgesagt haben. Mhm. Und heute Abend sieht er auch warum. So, fertig. Super siehst du aus. Hä? Ich weiß nicht, vielleicht doch lieber die roten Handschuhe? Gar keine schlechte Idee. Mit den roten Handschuhen wird Patrick nur noch Augen für dich haben.
Frage, was ist dein Traumjob? Projektgruppenleiter natürlich. Nächste Frage, was ist dein Traumjob? Projektgruppenleiter natürlich. Möchtest du mal heiraten und Kinder haben? Ich glaube. Welchen Namen wurde der Tisch reserviert? Aus Santos, Ramon Santos. Gleich von vorne, Tisch. Und angenehme Fahrt. Guten Abend. Guten Abend. Für mich war der Tisch reserviert. Auf welchen Namen bitte? Levinsky. Dort hinten, auf der linken Seite, der letzte Tisch. Danke. Das hast du dir sauber ausgedacht. Moment mal, wieso ich? Bist du nicht so unschuldig? Wer hat mich denn hierher gelockt? Also wenn überhaupt, hast du mich hergelockt. Also ich kann mich gerade noch beherrschen. Ja, ich auch. Du findest das Ganze wohl noch komisch. Du kannst mich mal. Aber was wird denn jetzt aus Ihrer Reservierung? Na, na, na. Aussteigen während der Fahrt ist verboten. Lass mich sofort hier durch, ja? Was hat sie gesagt? Frank, jetzt lass den Scheiß. Hey, jetzt bleib mal locker. Seit wann darf man denn gute Freunde nicht mehr zum Essen einladen, hä? Also wenn ihr glaubt, dass ich mich mit dem an einen Tisch setze, dann habt ihr euch geschnitten. Und dasselbe gilt für mich. Ja, dann ist ja alles klar. Ja, wir haben nämlich zwei Tische reservieren lassen. Na prima, da habt ihr jetzt genügend Platz, weil ich gehe. Nein. Oh, zu spät. Partner hätte, der sie noch besser führen kann, wäre sie bestimmt schon viel weiter. Coole Mucke, was? Mann, ich will jetzt eigentlich hier raus. Später! Jetzt steht erstmal Essen und Musik auf dem Programm. Gefällt's dir? Frag mich doch nochmal, wenn ich draußen bin. Entschuldigung, die Herrschaften da vorne haben nach Ihnen gefragt. Entschuldigung, aber wir müssen mal gerade was wegen dem Essen klären. Ah, wir sind gleich wieder da, okay? Ich fürchte, die Nummer können wir abhaken. Dabei wären Tim und Cleo echt das Traumpaar. Dummerweise sind die beiden da ein bisschen anderer Meinung. Als ob die wüssten, was gut für sie ist. Stimmt. Aber was sollen wir jetzt tun? Keine Ahnung. Namend. Muss ich dich jetzt fragen oder sagst du mir gleich, wo du herkommst? Mutter, bitte, ich hatte heute einen Scheißtag. Fang du mich auch noch an. Hast du das mit dem Geld erledigt? Ja, doch.
Aber? Hängt das damit zusammen, dass du so spät kommst? Auch. Das heißt? Als ich das Geld zurücklegen wollte, da kam der Kurier. Na und? Er hat gedacht, ich hätte das Geld geklaut. Na ja, vielleicht geschieht es dir ja auch ganz recht. Du hättest das Geld ja gleich wiedergeben können. Ja, das stimmt. Aber hinterher bin sogar ich klüger. Ja. Vielleicht ist sie eine Lehre für die Zukunft. Ja, und wie ging die Sache denn weiter? Jemand hat mir geholfen. Jemand? Ach. Hat der jemand auch zufällig einen Namen? Alexander. Doch nicht der Alexander, der deine Tochter ins Unglück gestürzt hat, weil er ein Angeber und ein Betrüger ist? Ja, genau der. Ich gebe ja zu, dass ich in meiner Schwarzmalerei vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Ein bisschen. Jedenfalls hat der Junge das Herz auf dem richtigen Fleck. Ja, das habe ich gleich gesagt. Ich habe schon gedacht, du forderst mich gar nicht mehr auf. Ich habe doch nur einen Tanz ausgelassen. Mir kam es auch vor wie eine Ewigkeit. Mir auch. Habe ich dir schon gesagt, wie toll du heute aussiehst? Schon dreimal. Aber von mir aus kannst du es so oft sagen, wie du willst. Io nascerò un'altra volta in una sera di giugno con questa voglia di amare e di vivere più che mai. Rinascerò il destino nell'anno 3001. Sarà una festa di colori la mia bella città, i cani randagi abbaieranno alla mia ombra, col mio modesto bagaglio giungerò dall'aldilà e inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fango mi plasmerò, verranno un vagabondo, un pagliaccio e un mago, i miei immortali compagni diranno forza su. Così, così. Ja, sag mal, warum hast du mir auch von dieser bescheuerten Idee nicht mal gesagt, dass ich es lassen soll? Ich hab's doch versucht. Du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ja, du hast ja nichts gesagt. Mann, eigentlich hasse ich diese scheiß Bahnfahrerei. Dieses Gewackel immer. Die Leute. Oh ja, euch meine ich. Guck mal. Die Schweine. Stimmt. Jetzt versuch dich bloß nicht bei mir einzustellen. Hey. Noch so ein Spruch und ich benutze dich zum Fahrkarten in Bergen. Ach ja, dann versuch's doch mal. An dir vergreife ich mich doch gar nicht. Pfeife. So was wie dir muss ich mitarbeiten, echt. Hat eine Gummimaus mehr hören als du. Also das eine sag ich dir. Meine Herren, raus hier. Darf ich Sie bitten, sich ein anderes Verkehrsmittel zu suchen? Wieso? Weil das hier ein Vergnügungswagen und kein Streitwagen ist. Glaubst du, was ich glaube? Und jetzt? Ich schlage einen strategischen Rückzug vor. Vorschlag geprüft und angenommen. Guten Abend. Guten Abend. Sie fragen sich sicher jetzt, was ich hier will. Ich bin gekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Wofür? Sie an meiner Stelle hätten doch bestimmt genau das Gleiche für mich auch getan, oder? Das wie auch immer. Kommen Sie erst mal rein. Ja, also wie schon gesagt, ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mir auf der Baustelle aus der Patsche geholfen haben. Ich bin wieder da. Papa. Hallo. Hallo. Tja, schön, dass du mich mal wieder besuchst. Ja, eigentlich hätte ich schon vor längerer Zeit mal vorbeischauen sollen, aber... Jan, warum hast du es nicht getan?
Naja, du weißt ja, wie das ist. Erst hat man keine Zeit und dann... Oder es kommt gerade Fußball im Fernsehen. Für wie naiv hältst du mich eigentlich? Oder glaubst du im Ernst, dass ich dir diesen Höflichkeitsbesuch abnehme? Ja, aber ich... Warum gibst du nicht einfach zu, dass du gekommen bist, um über den Diebstahl auf der Baustelle zu sprechen? Oder besser gesagt, um mir klarzumachen, dass Alexander ein Dieb ist und ich die Finger von ihm lassen soll. Fleck, der Polier hat angerufen, während du weg warst. Ja, das Geld ist wieder aufgetaucht. Er hat's auf der Baustelle verloren. Ja, Gott sei Dank, dass sich dieses Missverständnis aufgeklärt hat. Meine Damen und Herren, darf ich für einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir kommen jetzt zu unserer diesjährigen Verlosung. Der erste Preis wurde uns von der Firma Sports Fashion International zur Verfügung gestellt. Bestimmt ein paar Turnschuhe. Vielleicht. Jetzt brauchen wir nur noch eine Glücksfee. Mal schauen. Darf ich Sie bitten? Ja, Sie meine ich. Wie heißen Sie? Jackie. Einen Applaus für Jackie. Wenn ich Sie dann bitten dürfte. 112 ist ja nicht gerade meine Glückszahl. Was ist denn deine Glückszahl? Die Glücksnummer lautet 112. Wer hat die 112? Du hast gewonnen. Und was passiert jetzt? Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Und was passiert, wenn wir uns wieder in die Haare bekommen, weil der eine das Abenteuer sucht und der andere lieber zu Hause bleiben und eine Familie gründen möchte? Dann reden wir darüber. Offen und ehrlich. Ja, das habe ich ja versucht. Ich auch. Und warum haben wir uns dann gestritten? Weil keiner den anderen enttäuschen wollte. Und vor lauter Rücksichtnahme wäre fast unsere Beziehung den Bach untergegangen. Das heißt, wir versuchen es nochmal. Naja. Oder hast du was Besseres vor? Tja, dann. Viel Spaß! Jetzt bin ich aber gespannt. Sie haben eine Wochenendreise für zwei Personen in die Stadt der Liebe gewonnen. Wir fahren zusammen nach Paris. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir haben eine Reise nach Paris gewonnen. Kathi, ich glaube, ich muss da was klarstellen. Sag bloß, du kommst nicht mit. Aber ich bin mir sicher, dass Jackie sich freut, wenn du sie fragst. Ich will aber nicht mit Jackie fahren. Ich will mit dir zusammen sein. Kathi, bitte. Ich kann nicht mit dir nach Paris fahren.